Abschied von Joaquin Cito. Wir verlassen den Botschafter der Frösche, um weitere zu finden und machen uns auf den Weg zum zweiten Teil des Forschungsprojektes. Unsere Route führt über Buenaventura nach Farallones de Cali. Der Nationalpark umfasst ein Gebiet von der Größe Teneriffas und reicht vom pazifischen Tiefland bis hinauf in die Berge der Anden. Mit Hermann Forero und zwei Rangern besuchen wir das aktuelle Forschungsgebiet. Mehr als 30 Flüsse entspringen im Nationalpark. Rund 540 Vogelarten sind hier zu finden, eines der wichtigsten Naturschutzgebiete des Landes. Den Park zeichnet ein besonderer Artenreichtum aus. Kaum woanders gibt es eine so hohe Anzahl an Arten, die nur hier mit einem sehr kleinen Verbreitungsgebiet vorkommen. Das heißt, die westliche Kordillere ist ein Hotspot der Artenvielfalt in Südamerika, vielleicht sogar in der ganzen Welt, besonders für Amphibien. Erste Feldforschungen haben gezeigt, mehr als 60 Amphibienarten sind hier beheimatet, so wie dieser Baumsteigerfrosch, Andinobates bombetes. Allerdings, ein Drittel der Amphibienarten sind bedroht. Feldbau, Viehwirtschaft und Abholzung finden am Rand und teilweise sogar mitten im Park statt. Wir sind jetzt in einem Gebiet im Nationalpark, in dem man Abholzung entdeckt hat. Also die Idee des Projektes ist, zu erforschen, wie sich die Bedrohungsfaktoren, wie zum Beispiel Abholzung, auf die Amphibien auswirken und welche Maßnahmen notwendig sind, um das besser zu kontrollieren und die Amphibienbestände zu schützen. Wir fahren tiefer in den Nationalpark. Ein Paradies für Vogelkundler und Froschliebhaber. An steilen Hängen, versteckt zwischen Farnen und Bromelien, lebt ein weiterer prachtvoller Pfeilgiftfrosch. Ophaga lemani ist ein sehr schöner Frosch. Ist er durch illegalen Tierhandel bedroht? Das ist eine endemische Art und sie ist vom Aussterben bedroht. In Kolumbien ist es eigentlich verboten, diese Art zu handeln, aber wir wissen, dass es hier Leute gibt, die diese Tiere verkaufen. Was verdienen die damit? Die lokalen Händler bekommen nur sehr wenig. Aber wenn die Tiere auf den internationalen Markt gelangen, steigt der Preis um das 30- bis 50-fache. Dieser begehrte Frosch lebt direkt an der Parkgrenze. Wer ihn sammeln will, hat hier leichtes Spiel. Wie sich der illegale Handel auf die Bestände dieser tagaktiven Frösche auswirkt, will Hermanns Team nun erforschen. Die meisten Frösche sind aber nachts aktiv. Und auch die wollen wir finden.